Hier sind die Nachrichten um 13 Uhr auf Satirenjules FM. Mein Name ist Rainer Zufall und das sind unsere Themen. Haben ins Gras gebissen, Dutzende Kühe sterben auf verseuchter Weide. Mario Hanna, Eltern kiffen bei Namensgebung ihres Sohnes. Handy im Arsch, Smartphone nach rektaler Einführung defekt. Guten Abend. Auf einer Alm in Oberbayern haben 40 Kühe ins Gras gebissen und sind nach einem anschließenden Verdauungsschläfchen tot aufgewacht. Lediglich eine blinde Kuh hat es überlebt, da sie das frische Grün nicht wahrnehmen konnte. Sie verhungerte am darauffolgenden Tag. Die kriminaltechnische Untersuchung von Spuren von Kühen und Gift auf dem Rasen. Vermutlich handle es sich um eine beaufsichtigte Straftat, sagte Polizeichef Peter Silie. Der große Bauer Bolle, der ebenfalls blind ist, weiß noch nichts von dem Tod seiner Kühe. Er wird jedoch von Seelsorgern betreut, sobald er es merkt. Wird es jetzt ein Junge oder ein Mädchen? Egal, sagte sich ein Schweizer Ehepaar und gab ihrem Sohn sowohl einen Jungen als auch einen Mädchennamen. Die enorme Gleichgültigkeit über die Namensgebung wurde laut Krankenschwester durch den Konsum von Cannabis hervorgerufen. Daher wohl auch der eigenartige Doppelname Mario Hanna. Das Pärchen ist bislang noch auf dem Trip nach Holland. Ob sie ihr Kind umbenennen, wenn sie wieder da sind, ist noch ungewiss. Ein 71-jähriger Rentner wurde gestern mit einem Handy im Arsch ins Krankenhaus eingeliefert. Nach der täglichen Dusche rutschte der Mann so ungünstig aus, dass er mit dem Hintern auf das aufrechtstehende Smartphone seines Enkels fiel. Das iPhone ging im Anus zu Bruch. Das Fauxpas ereignete sich vor den Augen des 8-jährigen Enkels. Dann ist der Opa so bums auf das Handy gefallen und immer wenn ich eine SMS bekommen habe, hat der Opa vibriert. Aber dann hat's einmal geknallt. Und dann war das Handy kaputt. Das Smartphone konnte sicher aus dem Anus und der Rentner aus dem Krankenhaus entfernt werden. Es entstand ein Sachschaden von einem iPhone 4. Das waren die Nachrichten um 13 Uhr. Informieren Sie sich jederzeit online über neueste Geschehnisse auf satirenjules.blog.de. Das war Rainer Zufall für Satirenjules FM.